Kaum ein anderes Insekt ist so gern gesehen wie dieses. So beliebt die Hummel aber ist, so geheimnisvoll bleibt sie den meisten. Über riesigen Schneefeldern finden wir sie genauso wie in unseren Großstädten. Und wo eine Hummel fliegt, da sind auch Blüten. Hummeln nutzen den Tag und sind bis zu 18 Stunden aktiv. Viel länger als Bienen. Doch kaum jemand kennt auch ihre Schattenseiten, die geheimen Gänge ihres Erdnestes. Hummeln dringen in Berglagen bis auf 6000 Meter Seehöhe vor. Und manche von ihnen bewohnen nur alpine Lebensräume. Einige davon bleiben bis heute rätselhaft und geheimnisvoll. Ihre Nester wurden noch nie gefilmt. Aber Hummeln haben auch Feinde. Bunte wie pelzige. Und sie sind keineswegs überall willkommen. Doch wenn es darauf ankommt, sind sie hartnäckige Gegner und können schmerzhaft stechen. Wer sich mit einer wütenden Hummel anlegt, zieht nicht selten den Kürzeren. Dieser Film begleitet eine Hummelkönigin durch ihr Jahr, um das abenteuerliche Leben dieser Bienen im Pelz mitzuerleben. Unsere Geschichte beginnt im Spätwinter. Es ist die Zeit, wo allmählich die Tage wieder länger werden und die Kraft der Sonne zunimmt. Im letzten Schnee finden sich erste leuchtend blühende Sträucher, wie diese Kornellkirsche. Früh im Jahr, oft bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, öffnen sich die Knospen. Und mit den ersten milden Sonnenstrahlen kommen auch erste Gäste. Fliegen. Für die große Mehrheit des Insektenvolkes ist es noch zu früh. Zudem sind die meisten im vergangenen Herbst verendet. Wo also ist die nächste Generation, die schon in wenigen Wochen brummend und summend in den Frühling fliegt?